So, herzlich willkommen zum zweiten Teil heute eben mit dem Thema Vorlage Brief erstellen, Teil 2. Nochmal vielleicht ganz kurz Brief erstellen, deshalb, weil es egal ist, welchen Brief. Egal, ob das jetzt ein Serienbrief ist, ein Mitgliedsbrief, das funktioniert immer alles gleich. Entscheidend ist nur bei diesen ganzen Vorlagen, wo führe ich diesen Brief aus? Nochmal, führe ich ihn im Mitglied aus, ist es ein Mitgliedsbrief, führe ich ihn in der Mitgliederliste aus, ist es ein Serienbrief. Ansonsten ist es überhaupt kein Unterschied. Also für die Gestaltung an sich ist es überhaupt kein Unterschied, nur eben der Ort der Ausführung ist immer anderer. Im ersten Teil heute haben wir also unser Briefpapier vorbereitet. Wir nannten das einfach Testverein Briefpapier. Und dieses Testverein Briefpapier habe ich jetzt übrigens schon auch als Serienbrief mal vorbereitet, aber zu dem später nochmal. Also Testverein Briefpapier. Und wir wollen also jetzt einen Serienbrief erstellen und vielleicht für unsere Schulung eben folgende Annahme. Also wir wollen unseren Mitgliedern immer bei der Neuaufnahme ein Willkommensschreiben schicken. In diesem Willkommensschreiben ist auch ein sogenanntes Mitgliederstammblatt enthalten, also auf der zweiten Seite, in dem also das Mitglied eben entsprechend darauf findet, wie also sein Name, Geburtsort, Straße, Postleitzahl, Ort, also alles, was eben bei uns von dem Mitglied gespeichert ist, eben zur Kontrolle. Und auf diesem Mitgliederstammblatt sollte dann eben auch drauf sein, die Satzung. Also wie gesagt, also auf den Seiten 3, 4, 5 finden wir dann bei uns später eben im Teil 3 heute dann noch die Satzung. Ja, ich will jetzt natürlich nicht dieses Briefpapier verändern, das heißt, ich will das also nicht bearbeiten, sondern ich will jetzt mit diesem Briefpapier weiterarbeiten. Und wenn ich damit weiterarbeiten will, muss ich also jetzt erstmal eine Kopie davon erzeugen. Und diese Kopie, die nenne ich jetzt auch schon so, wie der Brief also dann später eben heißen soll. Und ich nenne das Ganze jetzt halt Aufnahme. Bestätigung. Eine Aufnahmebestätigung, die ich dann eben per Mail, PDF oder ausdrucken, eben E-Post vielleicht, eben entsprechend dann versenden kann. Ich klicke auf Übernehmen. Daraufhin wird also eine Kopie erstellt von diesem Briefpapier und wir finden dann eben hier eine Aufnahmebestätigung. Und mit der wollen wir jetzt weiterarbeiten. Das bedeutet, die wollen wir also jetzt hier bearbeiten. So sind wir also vorher stehen geblieben. Das heißt, wir haben also ein Logo und ein kleines Textfeld eben mit der Absenderadresse. Wir wollen jetzt das Ganze dem Mitglied senden. Das bedeutet, wir brauchen jetzt erstmal das Anschriftenfeld hier drunter. Und dieses Anschriftenfeld machen wir genauso, wie wir vorher also dieses kleine Textfeld hier gemacht haben. Das bedeutet, wir holen uns also hier jetzt einen formatierten Text aus dem Menü, klicken den einmal an und klicken dann und ziehen einen Kasten an die Stelle, an der wir eben später dann die Anschrift haben wollen. Und jetzt in der Anschrift ist das Ganze easy, denn natürlich könnte ich also jetzt hier einen Text reinschreiben, aber ich will das natürlich nicht pro Mitglied machen. Und aus dem Grund will ich also jetzt auf verschiedene Variablen aus der Mitgliederverwaltung zurückgreifen. Und um auf so Variablen zurückgreifen zu können, gibt es also hier in diesem formatierten Text ein kleines Feld. Das schaut eben so aus, Wurzel aus Alpha, so abgekürzt eben als Zeichen für eine Variable. Und wenn ich hier einmal draufklicke, dann wird ein sogenannter Formeleditor geöffnet. Ganz einfach erklärt, in diesem Formeleditor gibt es also hier oben eine ganze Menge an Auswahlmöglichkeiten aller möglichen Felder meiner Mitgliederverwaltung. Also wie eben zum Beispiel, ich kann also hier dann beispielsweise den Vornamen, den Vollnamen einblenden. Und sobald ich also hier was finde, was mir gefällt, also ich nehme jetzt mal ausnahmsweise mal voller Name, kann ich also jetzt entweder das hier oben doppelklicken und Sie sehen schon, voller Name passt bei uns nicht so richtig, weil das ist Nachname, Komma, Leerzeichen, Vorname, das wollen wir später nicht haben. Das heißt, wir wollen mal eventuell einen Vornamen haben. Ich könnte dieses Feld aber auch nehmen und runterziehen und ich kann dieses Feld natürlich, also wie gesagt, doppelklicken, runterziehen. Ich kann aber auch einfach nur die Variable unten tippen. Wenn ich also die oben nicht aus der Liste raussuchen will, dann kann ich hier unten ganz einfach diese Variable tippen und die wird eben dann auch ausgeführt. Wenn alles passt, sehe ich live hier unten sofort eine Vorschau. Hier rufen dann viele an und sagen, ja, da steht aber immer nur ein Name drin, ich will ja das eventuell an alle schicken. Ja, das ist auch nur eine Vorschau. Und zwar wird eben hier live aus Ihrer Mitgliederliste der erste Vorname, den er findet, genommen und angezeigt. Und später wird auch der erste Nachname gefunden und angezeigt. Das ist nur, dass man also im Design schon weiß, wie dieser Brief dann später eben aussehen wird. Okay, also ich nehme diesen Vornamen,
und klicke auf OK. Im Texteditor sieht es dann eben so aus. Da macht der Klammer auf, to RTF, also to Rich Text Format, also zu formatierten Text und hier bitte den Vornamen. Im Brief sieht es dann später so aus. Steht einfach nur an der Stelle eben der entsprechende Vorname. Mache nun einen Doppelklick drauf und damit öffne ich wieder die Bearbeitung. Nach dem Vornamen will ich ein Leerzeichen haben. Also mache ich hier mit der Tastatur ein Leerzeichen. Dann will ich den Nachnamen einfügen. Ich klicke wieder auf diesen Formel-Editor, kann mir dann den Nachnamen aus dieser Liste auswählen, doppelklicken zum Beispiel und auf OK. Schauen wir nochmal. Jetzt sieht das so aus. Warum macht er hier einen Umbruch? Ja, das ist für mich, weiß nicht, ein kleiner Fehler. Das heißt, wenn er das alles mit diesen Klammern toRTF Leerzeichen und wieder toRTF Nachname hier reinschreiben würde, dann würde das nicht mehr reichen und aus diesem Grund bricht er hier um. Ist uns aber egal, denn wir wissen, wie das funktioniert. Das heißt, ich drücke jetzt hier, setze also den Cursor hinter diesen Nachnamen, klicke oder drücke einmal die Enter-Taste, um eine neue Zeile zu beginnen. Jetzt will ich die Straße einfügen. Wieder Formel-Editor. Ich kann auch direkt eben tippen und dann auch mit einem Doppelklick wieder auf dieses vorgeschlagene Feld eben das Ganze auswählen. Ich hätte natürlich auch das Ganze fertig schreiben können. Also sehen, viele Wege führen nach Rom. So, nachdem ich also hier die Straße eingefügt habe, will ich wieder eine neue Zeile. Dann will ich die Postleitzahl haben, also füge ich wieder über dieses Ding hier, über dieses Formelzeichen eben die Postleitzahl ein. Hausnummer fehlt. Die Hausnummer steht in der Straße mit dabei bei uns. Es gibt keine Trennung zwischen Straße und Hausnummer. Gut. Haben uns ganz am Anfang dagegen entschieden, denn der einzige Grund, warum die Hausnummer in einem eigenen Feld ist, ja, ist zu, ich weiß es immer noch nicht ganz. Ja, ist schon okay. Genau. Also ich wüsste schon, aber das hat was mit dem Inkasso zu tun, weil da haben wir auch früher verschiedene Kunden gehabt, die also für die wir also so Inkasso-Software geschrieben haben und seitdem weiß ich, dass man für Inkasso-Unternehmen es relativ wichtig ist, dass die Hausnummer in einem eigenen Feld steht. Okay. Also PLZ, Leerzeichen mache ich dahinter und dann wieder eben dieses Wurzel aus Alpha. Und dann wähle ich mir, nicht die Straße, Entschuldigung, sondern den Ort aus. Klicke auf OK. Und jetzt bin ich also mit der Adresse fertig. Und diese Adresse schaut dann eben später so aus. Natürlich bei jedem einzelnen Mitglied kommt eben dann die entsprechende Adresse des einzelnen Mitglieds. Aber eben als Vorschau sehen wir jetzt schon mal hier, wie denn das Ganze aussehen würde, wenn ich denn, ja, wenn ich also diese Aufnahmebestätigung jetzt für diesen Mut Alexander, also für das erste bei mir gefundene Mitglied eben ausdrucken würde. Ja, als nächstes brauchen wir also den Briefinhalt, das heißt also diesen Brieftext. Und das schaut dann ungefähr folgendermaßen aus. Das heißt, also ich hole mir wieder einen großen formatierten Text hier auf der linken Seite und zeichne dann an die Stelle, an der dieser große Text eben erscheinen soll, kann ich mir erst, eventuell so klein zeichnen. Und wenn mir das hier nicht reichen würde, dann könnte ich dieses auch später dann nochmal größer machen oder anders ziehen, sage ich jetzt mal. So, ja, Sie haben vielleicht gesehen, er rastet, sobald ich mit der Maus fahre, sehen Sie das? Gibt es so eine Einrastfunktion, er orientiert sich dann automatisch an diesem drüberliegenden Textfeld. Wenn ich das nicht will, kann ich das natürlich dann drüber ziehen. Kann ich also machen, wie ich will. Okay. Und sobald ich also das Textfeld gesetzt habe, also die Position dieses Textfelds, kann ich also dann auf dieses Textfeld einen Doppelklick machen und dann kann ich das wieder mit Leben erfüllen. Jetzt ist es bei den Vereinen natürlich so, dass sehr viele unserer Vereine hier schon bestimmte Vorgaben haben. Also jeder hat schon ein bisschen was vorgearbeitet. Meistens in Word sind diese Briefe hinterlegt oder vielleicht auch in irgendwelchen PDFs oder in anderen Programmen. Und deshalb will ich Ihnen zeigen, dass man die also auch relativ einfach kopieren kann. Ich habe hier schon mal einen Brieftext in Word vorbereitet. Schaut also so aus. Und ich zeige Ihnen mal ganz kurz. Das heißt, also ich kann also auch in Word diesen Brieftext hier nehmen. Klickt dann in Word auf Kopieren. Das ist also übrigens Word von 2016. Sie sehen, ist überhaupt kein Unterschied zu irgendeiner anderen Version. Klickt dann eben auf Word oben wieder Minimieren. So.
Jetzt bin ich eben wieder in meinem formatierten Text und jetzt könnte ich, wenn ich will, hier auf dieses Clipboard, auf diese Zwischenablage klicken oder rechte Maustaste, na, Entschuldigung, rechte Maustaste geht nicht, oder eben, wer es weiß, mit der Tastenkombination Steuerung und V. So, sobald ich das mache, fragt er mich, Mensch, wie willst du denn das einfügen? Willst du das einfügen als eingebettetes Microsoft Word-Dokument oder als Windows-Meta-File, als Text oder als formatierten Text mit Objekten? Wer kann mir denn helfen, was ich denn hier wählen sollte? Das Unterste. Genau. Also ich will das Ganze bitte als formatierten Text einfügen. Alternativ vielleicht auch als einfachen Text ohne Formatierungen. Denn sobald ich das Ganze als Word-Dokument einbinde, ganz ehrlich, machen Sie es nicht. Das ist nicht lustig. Gar nicht lustig. Das kann zu ganz, ganz komischen Ergebnissen führen. Denn dann werden alle möglichen Steuerzeichen von Word mitverwendet, die dann eventuell in diesem Programm wieder was anderes bedeuten. Und aus diesem Grund macht man das nicht. Gut. Das heißt, also ich habe also hier jetzt meinen Brief eingeblendet und der würde also jetzt schon mal hier so ausschauen. Also soweit wären wir jetzt schon mal. Schauen wir uns mal diesen Brief mal etwas genauer an und dann werden wir feststellen, dass es also hier ja eventuell auch noch verschiedene Variablen geben sollte. Also Sie sehen hier vielleicht in meinem Brief, da gibt es keine Anrede. Die will ich eventuell hier oben haben. Ja, und bei dieser Anrede, da gibt es jetzt schon mal so einen gibt es jetzt eben schon mal den Unterschied, will ich persönlich anreden, also hallo lieber Alexander oder hallo liebe Alexandra. Ja, wer sowas machen will, das ist etwas, sollte man ein bisschen ein Gespür für Computer mitnehmen, denn das ist leider immer noch nicht ganz so einfach, das ist auch übrigens in Word nicht einfach, in der Serienbriefgestaltung, geht natürlich. Für alle anderen, die also sagen, nein, das ist mir zu blöd, dann kann man natürlich das Ganze auch abkürzen, indem man einfach schreibt, hallo, Leerzeichen und dann den Vornamen eben eines Mitglieds. Und Sie sehen, das funktioniert genauso wie vorher. Das heißt, ich sage also hallo, mache ein Leerzeichen, suche mir dann den Vornamen raus und klicke auf OK. Dann würde also später eben die Anschrift oder die Anrede drinstehen, hallo Alexander. Brauchen wir natürlich nur ein Komma. Das heißt, ich mache mir also mit einem Doppelklick wieder auf, setze hinter diesem Alexander, also hinter diesem Vornamen hier ein Komma und dann würde das also auch hier im Text dann eben entsprechend erscheinen. Für alle anderen, die eben das Ganze eventuell etwas aufwendiger gestalten wollen, ja, gibt es folgende Möglichkeit. Ich lösche das jetzt mal noch mehr raus. Also wir sollten ja immer beide Seiten sehen. Es ist die einfache Möglichkeit, die etwas kompliziertere folgt jetzt. Ich bin im Anschrift oder im Anredefeld, klicke nur mehr auf diesen Formel-Editor. Jeder, der ein bisschen, ja, vielleicht mit Excel oder vielleicht auch ein bisschen mit Word zu tun hat, der weiß, es gibt also immer so Wenn-Dann-Sonst-Verknüpfungen. Auf Englisch if. Und die gibt es also auch hier, direkt oben als Register, gibt es hier eine Bedingung. Und so Bedingungen haben also immer eine Frage, also einen Frageteil, einen Wahrteil und einen Falschteil. Das heißt also, in dieser Bedingung muss ich jetzt erstmal eine Frage stellen. Ja, und diese Frage empfehle ich persönlich, schaut folgendermaßen aus. Es gibt also in NetXP-Verein, Entschuldigung, machen wir es mal so, machen wir es ganz, wie soll ich sagen, umständlich, einfach, indem wir also hier hinten noch mehr auf Bearbeiten klicken. Jetzt sehen Sie, jetzt geht so ein neuer Bedingungsargument, die schaut aber nichts anderes aus wie so ein Formelfenster. Und jetzt kann ich da reinschreiben, Geschlechterkennzahl. Geschlechterkennzahl ist in NetXP-Verein ist nichts anderes als eine Zahl, die festlegt, ob jemand männlich, weiblich oder unbekannt ist. Ist ganz einfach, unbekannt ist Geschlechterkennzahl 0. Weiblich kommt natürlich vor männlich, also weiblich ist Geschlechterkennzahl 1 und männlich ist dann Geschlechterkennzahl 2. Das heißt, wenn ich also jetzt hier reinschreibe, Geschlechterkennzahl 1, dann steht hier unten false. Warum steht hier false?
Wer kann mir helfen? Alter Alexander Männlich ist ein Zwei, bräuchte. Ich danke Ihnen, Herr Gartner, ich danke Ihnen. Genau richtig, der Alexander, dieses erste Mitglied in meiner Mitgliederdatenbank, das ist ein Mann. Und aus diesem Grund steht, wenn ich hier ein Eins reinschreibe, also weiblich, steht hier unten vor. Schreibe ich hier zwei rein, dann sagt er, ja, das ist ein Mann, also ist es true, heißt wahr, also heute Englisch für falsch oder wahr. Also mache ich mir eins rein. Ist das eine Frau? Frage ich jetzt. Jetzt klicke ich auf OK. Jetzt steht schon mit drin. Jetzt frage ich diesen Computer. Ist dieses Mitglied eine Frau? Was mache ich denn, wenn dieses Mitglied eine Frau ist? Ja, dann bitte schreibst du mir rein. Hallo? Liebe? Leerzeichen? Und ja, nochmal so Anführungszeichen. Ich mache das nochmal ein bisschen komplizierter. Ich klicke hier nochmal auf Bearbeiten. Warum mache ich diese Anführungszeichen? Diese Anführungszeichen sind nichts anderes als ein Fixtext. Das heißt, wenn er also nicht eine Variable, weil sonst würde er sagen, ich kenne die Variable, hallo, kenne ich nicht. Ich will also hier einen Fixtext schreiben. Also muss ich das Ganze eben mit Anführungszeichen beginnen und dann eben hallo schreiben. Hallo, jetzt weiß ich ja schon, dass es eine Frau ist. Hallo, Liebe. Jetzt will ich natürlich nur ein Leerzeichen dahinter haben und dann wieder Anführungszeichen zu. Was brauche ich denn jetzt noch von dem Mitglied? Na, zum ersten Mal nur gar nichts. Hallo, Liebe. Was ist, wenn es ein Mann ist und Sie sehen, der schreibt also nichts anderes, als das gleich hier rein. Dann können wir also auch sagen, wenn das Ganze natürlich dann, ist richtig. Also wenn es eine Frau ist, ist Geschlechterkennzahl 1, dann soll er bitte reinschreiben, hallo Liebe. Wenn nicht, hallo Lieber. So, ich klicke damit jetzt mal. Haben Sie aber noch nicht unbekannt abgefangen. Ist richtig. Aber da gibt es sowieso ein Special, Herr Rosen. Ist das nochmal ganz genau. Also dieses Special, also da gibt es also einen sogenannten Leitfaden zur Behandlung von Anreden in Briefen. Da ist dann nochmal alles genauso wie hier jetzt, alles nochmal noch viel genauer beschrieben. Aber das würde jetzt den zeitlichen Rahmen leider etwas sprengen. Also Schluss klicke ich auf Einfügen und jetzt habe ich also hier so ein If gemacht. Hallo, also Cont, in dem Fall ein Conditioner rein. Das Geschlecht erkennt Zahl 1, hallo Liebe und ansonsten hallo Lieber. Klicke auf OK und das sieht dann später in meinem Brief so aus bis jetzt. Hallo Lieber, was brauche ich noch? Dahinter den Vornamen. Genau. Hallo Lieber, Liebe. Hallo lieber Alexander, sehen Sie, das ist im Endeffekt auch nicht so schwer, wenn man es mal gemacht hat. Man muss sich mal rantrauen. Einfach mal rantrauen. Jetzt ist mal alles Text gewesen. Jetzt kommt wieder ein Spezialfall. Und zwar hiermit bestätigen wir Ihnen die Aufnahme in den Testverein, also nicht Ihnen, sondern dir eventuell. Hiermit bestätigen wir dir die Aufnahme in den TSV-Testverein. Zum welchem Datum? Wie wird denn das Eintrittsdatum? Jetzt habe ich schon gesagt. Also ich will natürlich hier das Eintrittsdatum dann stehen haben. Und aus diesem Grund will ich also hier wieder eine Variable einfügen. Die Variable nennt sich Eintrittsdatum. Jetzt steht hier unten, sehen Sie es, jetzt passiert hier schon mal was. Er sagt, oh, Fehler im Typ des Rückgabewerts. Erwarte Zeichenkette ist Datum. Warum ist es so? Ist ganz klar. Im Gegensatz zu einem Text, zu einem Vornamen, kann ich oder gibt es für ein Datum ganz viele verschiedene Schreibweisen. Ich kann zum Beispiel sagen, ausgeschrieben, der Monat ausgeschrieben, 4. Dezember 1989. Ich kann auch nur 4.12. schreiben oder 4.12.89 oder 4.0 oder 04.12.1989. Also es gibt eben hier ganz viele Schreibweisen für ein einziges, ganz bestimmtes Datum. Und diese Schreibweise müssen wir uns jetzt erst auswählen. Und wir wählen uns diese Schreibweise aus, wieder hier oben in so einem Register und zwar im Datumsformat. Und hier wählen wir jetzt erstmal ein Datumsformat aus, das uns gefällt. 31.03.2016. Und machen hier einen Doppelklick drauf. Oder wir ziehen uns das runter. Ja. Und jetzt schauen Sie, jetzt macht er automatisch einen Vorschlag und sagt, aha, 31.03.2016. Warum nimmt er dieses Datum? Warum macht er das?
Ja, weil wir. Weil es auf. Wie bitte? Ja. Weil sie heute da stehen haben. Ja. Now. Weil hier now steht. Und ich will aber nicht heute haben, sondern ich will dieses Datum zwar genau so formatiert haben, aber ich will eben dieses Eintrittsdatum genau so formatiert haben. So, und Sie sehen, wenn ich jetzt hier Eintrittsdatum reinschreibe, dann macht er unten schon einen Vorschlag. Und so, also, weil eben tatsächlich dieser Mut Alexander am 15.07.1986 diesen Verein betreten hat. So, klick am Schluss auf OK. Und noch mehr auf OK. Und jetzt haben wir also wieder eine Variable übernommen. Und jetzt steht es eben auch schon mal absolut richtig drin. Hallo lieber Alexander, hiermit bestätigen wir dir die Aufnahme in den TSV-Testverein zum 15.07.1986. Das macht natürlich jetzt bei uns wenig Sinn. Wie gesagt, das betrifft ja bei uns später nur neue Mitglieder. Als Vorschlag wird immer aber das erste sich in der Mitgliederliste befindliche Mitglied angezeigt. Nur als Vorschlag, nur dass man sieht, wie das dann später aussieht. Okay, ja, das war also das erste Gestalten eines Briefs. Ich mache jetzt noch gleich Folgendes, und zwar ich zeige Ihnen jetzt noch gleich in diesem zweiten Teil heute, wie man später eben auch so einen Mitgliedsbrief druckt. Das heißt, ich bin jetzt mal fertig mit meinem Aufnahmeschreiben, klicke jetzt mal hier auf Sparen. Nein, will ich nicht, ich will einfach nur zumachen. Er fragt mich dann, ob ich die aktuellen Änderungen speichern will oder nicht. Ich klicke jetzt einfach mal auf Ja. So, sind gespeichert. Wer fragt mich nochmal, ob ich vielleicht diese Vorlage anders benennen will? Nein, mir gefällt Aufnahmebestätigung ganz gut. Klicke auf Übernehmen. Und jetzt bin ich erstmal fertig mit dem Anpassen eines einseitigen Briefs. Ich will jetzt den gleich mal drucken. Daher gehe ich jetzt mal auf Mitglieder, wähle mir dann irgendeines meiner neuen Mitglieder aus. Ich habe jetzt natürlich hier leider keins. Mach dieses Mitglied auf. Jetzt habe ich extra mal eine Frau genommen, weiblich. Klick auf Drucken, wähle Mitgliedsbrief aus. Ich will das nicht in der Dokumentenverwaltung speichern, weil ich will diesen Brief jetzt mal in der Vorschau eben am Bildschirm anzeigen. Sag Nein, wähle die Aufnahmebestätigung, die wir gerade eben erstellt haben. Und als Ausgabemedium wähle ich die Vorschau. Und so würde das jetzt aussehen. Schauen Sie. Steht also wirklich drin, Marie Möller, Aurickelweg 1 in Magdala. Ich kenne die Ortschaften. Gibt es ja nicht Magdala, oder? Hallo, liebe Marie, 1.10.94. Schauen wir im Mitglied einmal, Mitgliedzeit 1.10.94. Also so schnell kann man was machen. Und natürlich, wenn man es nicht macht, also wenn man sich nicht rantraut, dann wird man auch nicht schneller. Ich verspreche Ihnen, ich habe noch keinen einzigen unserer Kunden erlebt, der hier nach 2 Jahren noch ein großes Problem hat mit diesen Serienbriefgestaltungen. Also es lernen eigentlich alle, über kurz oder lang. Und vor allen Dingen, irgendwann hat man einfach mal alle Vorlagen vorbereitet und dann ist das Ganze eben nur noch ein Ausführen oder ein leichtes, kleines Abändern. Mehr ist es nicht. Ja, gibt es zu diesem zweiten Teil jetzt erstmal noch Fragen? Nicht? Dann ich hätte da noch eine Frage, Herr Sperr. Bitte, bitte, Herr. Ich hätte da noch eine Frage. Wie kann man diese Vorlagen sperren, dass sie nicht verändert werden? Leider. Oder wie kann man? Leider noch nicht. Das kommt jetzt dann. Das kommt jetzt dann. Das ist eine zusätzliche Funktion, die also dann eben diese Vorlagen schreibschützen wird. Ja, nicht, dass ein anderes Mitglied, der mit den Vorlagen arbeitet, diese dann verändert. Ja, wobei es aber auch hier so ist, es gibt ja im NetXP-Verein diesen sogenannten, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, diesen sogenannten Backup-Client. Was ich jetzt zum Beispiel mache, ist, dass ich also immer mit meinem Backup-Client, nachdem ich also eine Vorlage erstellt habe, mache ich mir ein Backup über alle Vorlagen und die lege ich mir irgendwo ab. Und wenn die dann jemand anderes kaputt macht, dann habe ich also hier meine Vorlagen immer noch hier und kann die also jederzeit wieder selbstständig herstellen. Wird der Backup-Client irgendwann mal erklärt? Der kommt auch noch dran, ja klar. Gut, danke. Okay, ja, weitere Fragen?